Willkommen zur Bayern München 2 Karriere. Ich, euer sehr geschätzter Blue Eyes Leer Dragon, ist wieder mal am Start. Heute ist das große Heimspiel. FC Bayern München 2 gegen Ingolstadt. Wir gehen mal kurz auf die Tabelle. Schauen uns die mal an. Okay, Ingolstadt ist Erster. Also der Erste. Also der Achte gegen den Ersten. Also, wie gesagt, Ingolstadt ist Erster, 24 Punkte. Braunschweig dahinter auf Platz 2, 22 Punkte. Zwickau dahinter, 21 Punkte. Hansa mit 19 Punkten, Platz 4. Magdeburg, Platz 5, 17 Punkten. SV Meppen, 6. mit 14 Punkten. Halle FC, 14 Punkte. Wir auf Platz 8, ja, 13 Punkte. Preußen Münster ist 9. mit 13 Punkten. SSV Waldhof Mannheim. 10. mit 12 Punkten. Ich wollte schon 12. Platz angehen, aber habe noch gerettet. KFC Uerdingen 10 Punkte auf Platz 11. Unterhaching ist 12. mit 10 Punkten. Auch 10 Punkten. Groß Asbach auf Platz 13. Platz 14. 1860 München mit 9 Punkten. Viktoria Köln 9 Punkte. Platz 15. 16. ist Kaiserslautern mit 8 Punkten. Chemie Chemnitz FC 7 Punkte, 17. Würzburger Kickers 18. mit 6 Punkte, Kaiserslautern 6 Punkte, Platz 19 und abgeschlagen auf den 20. Tabellenplatz Duisburg mit einem Punkt. So, wir gehen kurz auf unser Team. Da hat sich auch etwas verändert. Wie ein Sturm zu den Zirkse, dahinter Baquero, Torres auf der linken, Flügel, Mittelfeld auf Position Bejarano auf der rechten Flügelposition, Dorsch, Kapitän, dahinter Wels Müller kommt auch, Nedi Jai Kopf hinten, linker Verteidiger, Fafan, Innenverteidiger und Gulay, Innenverteidiger und Gaba, rechter Verteidiger. Auf der Auswechselbank Senk, Beil, Meier, Neuenberger, Rochelt, Dayaku, Richardson, Singh, aus Reserve Wagner, Netolisicki, Staniskic, Feldhahn, Meier, Götze, Yilmaz, Rausch, Martin, Ingolitsch, Franzke, Köhn, Tillmann, Sila, Benko, Batista, Meier, Will, Sizer, Kroos, Kern, Richards, Fried, Abu Bakar, Ontuza und Daniel Liuk. So, wir wollen nicht lange schnacksen, so weiter. Wir wollen sofort ins Spiel starten. Also, let's go zu diesem Spiel. Die Trikots sind gewählt. Bewölkt. Unsere Position, Aufstellung ist auch da. Let's go! Und vergiss nicht, auf diesen Kanal abonnieren und Glocke aktiv haben. Falls jetzt Ton weg ist, ich habe das nur weggemacht, weil das mich ein bisschen stört.
Das war auch gerade eine Chance. Aber jetzt ab ins Spiel. Bayern München 2, Ingolstadt. Let's go. Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Kommentieren werden die Sichtung Wolfsburg und der Kollege Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Der dritten Liga. Klasse Spiel werden, Buschi. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Ist das so etwas ein Highlight? Die Stimmung ist riesig. Wie ist dein Eindruck von der Heimmannschaft, Buschi? Ein guter Start, ein solider Platz in der Tabelle Mittelfeld. Ich denke, sie werden mit dem Beginn der Spielzeit zufrieden sein. Jetzt gilt es, ruhig weiterzuarbeiten, zu schauen, wie sich die Saison weiterentwickelt. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Sie spielt heute im 4-4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen, da müssen sie nachrücken. Ja. So, und gleich sehen wir die Aufstellung von Ingolstadt. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Da war das Margot Knaller. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird heute ganz besonders ankommen. Da müssen wir uns wirklich hart ranbeißen. So. Bayern 2 von links nach rechts und Ingolstadt von rechts nach links. Und da verlieren wir gerade den Ball. Nein, unser Keeper hält den Ball. Ranjos. Hey, Freistoß! Freistoß, und das ist eine gute Gelegenheit. Freistoß, Chance, die gleiche Führung. Klasse, Pass. Schön, schön. Ja, und dann machen wir das nicht so gut. Aber auch Vorteil, Vorteil, Vorteil. Gulay kriegt noch die gelbe Karte. Justin Gulay. Ja, wie hätte ich den Ball denn kriegen können? Also wir. Jetzt die Flanke. Schön, schön.
Niklas Dorsch. Das könnte schief werden. Jo, da war gerade die Chance für unseren Stürmer Zirkse. Und da hat Ingolstadt gerade die Chance. Junge, 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 Junge. Sie verlieren den Ball. Nein, zur Führung wurde das nicht. Ja, der Ball rutschte uns ins Aus und so hat Ingolstadt den Einwurf. Ja, wir müssen. Ah, ist ein Glück. Komm, 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 Ball ins Aus. Und wieder eine Chance von Ingolstadt. So, Abschluss unseres Keepers. Oma Gaba. Und da rollt der Ball ins Aus. Wir bekommen Einwurf. Und da verlieren wir schon wieder den Ball. Kutschke. Hier ist ein Pass, weg ist der Ball. Und wieder eine Glanzparade von Frischel. Und wieder an Kasten vorbei. Ingolstadt Fußball hat schon viele Chancen an Kasten vorbei. Und da ist der Ball wieder zu schwach. Und kommt nicht richtig an. Er schießt uns an und zack. Hat Ingolstadt einen Einwurf. Alter, der Ball kommt einfach nicht bis zum Tor hin. Immer nur Viertel des Feldes. Ballung.
jetzt kann er die Einnahme kommen. Erst war keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Und wieder war es nicht richtig gut. Die Flanke war ja gut, aber das Abnehmen war nicht so gut. Aber wenigstens kein Gegentor erstmal kassiert. Das ist schon mal gut. Hansa Rostock führt in SSV Zwickau. Also Rostock spielt in eigenem Stadion und führt mit 1:0. Und das ist schon mal richtig gut. Und wir starten auch gleich rein in die zweite Halbzeit. Wir müssen uns wirklich anstrengen jetzt. Der Ball wird abgefangen und rollt ins Aus. Und Abschuss. Obwohl es aussah, als wäre der Ball von Ingolstadt noch berührt worden. Und wieder Ingolstadt zum Gegenkonter. Meine Güte. Da war doch kein Foul, ey. Oh, Glück. Danach wird er runtergenommen. Ich brauche ein bisschen mehr Speed. So, er wird den Ball reinbringen und
Was kann daraus entstehen? Freistoß kommt. Und es gibt Abstoß. Ja, und ich mache mal einen Wechsel. Gulay geht runter, Senk, Ball kommt drauf. Wir wollen keinen Spieler verlieren. Und seit seiner Verwarnung haben sie ja aufpassen. Deshalb kommt jetzt ein neuer Akteur. Und die Auswechslung geht sicher in Ordnung. So, Abschluss vom Frühstück. Schöner, guter Ball. Und Kopfball nicht gewonnen. Und Torres kommt einfach nicht vorwärts. Obwohl wir richtig nach vorne gegangen sind, der Gegenspieler hat rangekommen. Das kann doch nicht sein. Hier. Abseits, Abseits, aber noch Glück gehabt. Noch Glück gehabt. Zentimeter? Der war mit einem Fuß auf der anderen Seite. Guter Pass. Ja, kann das werden. Und schon wieder nichts. Ey, was ist hier los? Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Kurzschulspiel. Alter! Und wo sind die Mitspieler, ey? Immer ist Silke der einzige Spieler vorne, ey. Ich muss doch die Formation umstellen. Jetzt aber Zirkse. Zirkse, komm schon. Es war nah dran. Da, und schon wieder wird ein Spieler von uns ungenietet, weil er sich nicht durchsetzen kann. Komm schon, euch haltet durch. Wo seid ihr? Hallo? Hätte noch einen Schlafmodus? Oh, wo spielst du hin? Ey, meine Güte. Eigentlich, wo spiele ich eigentlich hin, ne? Da ist jetzt Platz. Oh, meine Güte, warum sind meine Leute... Komm schon, komm schon, komm schon. Und ich hier... Oh, jetzt sagt der Elfmeter. Ja klar, schönen Dank auch. Nein, Freistoß. Oh, Glück gehabt. Alter. Ah, ey. Ja, warum sind alle hinten? Das kann nicht sein. Wechsel. Alter.
So. Und welcher Sonnen kommt rein? Muss erstmal gucken. Steht alles richtig? Ja, so. Jetzt noch ganz schnell nach vorne. Komm schon, Leute. Sehen wir den Doppelwechsel vor. Ja, Abwehr, aber schafft auf. Und wieder Ecke, Alter. Kapitän, setz dich doch. Hey. So. Oh, Torres, Mann, was ist los? Bitte, komm schon. Setz dich durch. Der Ball kommt einfach nicht zu den Stürmer hin. Jetzt. Viano, Viano, komm schon. Alter, wieso? Hä? Was war denn jetzt schon wieder? Ich kann das mir einer mal erklären. Ich will nur versuchen, den Ball hinwegzunehmen. Aber nein, das wird nichts. Ich werde hier noch Barsch. Guck mal, ich da. Da steht die Abwehr sicher. Setz dich doch mal durch, ey. Oh, Mann. Leute, setzt euch doch mal durch. Ey, was ist das für ein Scheißstuhl, ey? Komm schon, komm schon, komm schon. Mann, warum bist du so fing? Was ist los mit dir? Oh Leute, stellt euch nicht so vor die Füße. Und wieder kommt er nicht an, ey. Ja, und wieder wird Zirkse bedrängt. Ja, in der vierten Minute drüber der 3 Minuten. Und es steht 0:0. Wenigstens ein Punkt. Aber trotzdem, wir haben uns angestrengt. Definitiv richtig stark, die Gäste haben heute wieder mal gesehen, es ist unglaublich schwierig, Tore gegen zu erzielen. Alter Schwede, ey. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Junge, Junge, Junge.
Aber da wirklich viel gefehlt. Ab zum Interview. Und Rostock gewinnt. Juppie. Den SSV Zwickau mit 1:0. Das ist schon mal was Gutes. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Gulay konnte bei SC Bayern München als Neuzugang im ersten Spiel leider nicht überzeugen. Wie haben Sie das enttäuschte Debüt gesehen? Er kann mehr. Und das weiß ich auch, dass er mehr kann. Man muss sich nur richtig ins Zeug legen. Dara konnte als Neuzugang leider nicht überzeugen. Wie kann... Bei unserem Team hat man es nie leicht, weil man muss sich mehr anstrengen, um ins Team zu gehören. Auch Neuzugang Nedalkov. Man muss realistisch sein. Wir hoffen, dass er noch eine Menge zeigen kann. Danke für diese kurzen Aussagen. Falls ich manches nicht vorlese, ist das, weil das immer so schnell ist. Und ich habe noch nicht herausgefunden, wo man auf Stopp drücken kann. So, eine Spielernachricht. Von Derek Köhn. Die Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien kursieren, haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich möchte Sie bitten, mir noch einmal die Chance zu geben, zu beweisen, dass ich wirklich der beste Mann für den Job bin. Antwort: Du bekommst deine Chance, ich denke darüber nach. Das Team ändert sich wöchentlich. Ich denke darüber nach. Das Team steht noch nicht fest, aber ich werde deinen Wunsch in den nächsten Spiel berücksichtigen, Derek Kühn. Und wir können ihn gleich ins Team einfügen. Mal sehen, Kühn, da ist er. So, dieses Mal kommt Zing wieder rein. Da, ja, Kuh kommt rein. Bejarano geht runter. Meier kommt rein. Für Gulay. Und Götze kommt für Verfahren rein. Ich will das Team ein bisschen so umbauen, dass wir wenigstens noch richtig Schwung haben. Glaube ich auf die weiß nicht. Groß kommt mal wieder
für Wels Müller rein. So. Das müsste jetzt funktionieren. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Das muss wirklich. Und nun könnt ihr mir gerne eure Meinung in den Kommentaren reinschreiben, um zu sehen, wo muss ich mich verbessern, wo habe ich den Fehler gemacht. Also bitte, ihr habt es in eurer Hand, ihr könnt es mir dann gerne reinschreiben. Und somit werde ich das Team noch ein bisschen weiter umbauen, um noch ein bisschen mehr Speed reinzuholen. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei. Eure Kommentare, eure Vorschläge ins Team reinschreiben. So, das nächste ist ein Auswärtsspiel. Preußen Münster gegen Bayern München 2. Und das wird auch richtig gut. Fabian Benko ist auskuriert. Aber er wird nur nicht ins Team kommen, weil ich habe noch Angst, dass er vielleicht nochmal einen Rückunfall kassieren bekommt. Also, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, FIFA 20, Bayern München 2 Karriere, Preußen Münster gegen Bayern München 2. Der nächste Spieltag, denn 9. glaube ich denn, oder 10. Also ich bin denn gespannt. Also, und bewertet das Video nach eurer Meinung. Teilt es auf Facebook, Instagram, WhatsApp, an jeden anderen. Und das soll jetzt meine letzte Antwort gewesen sein. Nun, ich verabschiede mich. Euer Blue Eyes Slayer Dragon sagt ciao. Und haltet immer den Ball flach. Bis zur nächsten Party, wenn es wieder heißt FIFA 20 Karriere. Das war's jetzt und ciao.